Die Hartberger haben sich gut erholt in der Vorwoche. Nach dem 0:5 gegen die Wiener Austria gab es einen 3:2 Sieg gegen St. Pölten. Serienmeister Salzburg ist allerdings zu Gast und man wird sehen, ob es Spuren hinterlassen hat, dass man aus der Champions League ausgeschieden ist. Warum zeigen wir Ihnen diese Szenen? Markus Schopp als auch Jesse Marsch sind bemüht, die eigene Mannschaft einzuschwören. Das Ganze nach einer Viertelstunde. Wir klären das Ganze in Kürze auf. Sehen auf jeden Fall die Hartberger Fans jubeln. Was war passiert nach einer Viertelstunde? Raiko Repp am Ball und dann kommt Rashid Achimero angerauscht. Foul, ganz klar, aber Manuel Schüttengruber zückt den roten Karton und das müssen wir nochmal ganz genau ansehen. Lächerlich, muss man sagen an dieser Stelle. Gelb hätte es durchaus auch getan. Die Salzburger schon früh in dieser Begegnung in Unterzahl unterwegs. Das möglicherweise die Chance für Hartberg für eine große Sensation. Natürlich gab es auch Beschwerden seitens des Ghanaer, hat keine einzige gelbe Karte in der doch schon lange in Saison kassiert. Den Hartbergern war es egal, die nach 24 Minuten diesen Pass von Cancela und den Abschluss von Raiko Repp miterleben dürfen. Aber ein Fehler von Valci im Aufbau, dann der lange Ball in die Spitze und Onguene kommt nicht mehr in den Zweikampf. Stankovic ist geschlagen und die Sensation nimmt möglicherweise ihren Lauf. Die Hartberger vor dieser Saison theoretisch abgeschrieben, aber jetzt unter den Top 6 fest verankert und selbst nach dieser Niederlage gegen die Austria hat man weiterhin Punkte gesammelt und wer weiß, vielleicht ist gegen Salzburg auch mehr drin. Dann eine ganz knifflige Situation in der 34. Slatko Junuzovic wird hier an der Strafraumgrenze von Heil zu Fall gebracht. Da gab es natürlich auch schon Schiedsrichter, die auf den Punkt gezeigt haben, aber diese Einspielung zeigt uns, dass es doch noch knapp außerhalb gewesen ist. Aber Junuzovic ist ein erwiesener Freistoß-Spezialist und das zeigt er auch in dieser Situation 1:1. Wieder alles gerade gebogen für die Mozartstädter. Ganz kniffliger Ball für René Svete im Tor, hat eine kurze Reaktionszeit und muss natürlich auch noch Acht darauf geben, ob Ramalho mit dem Kopf hinkommt. Das aber natürlich eine Stärke der Salzburger, selbst in Unterzahl dann über Standardsituationen zum Erfolg kommen. 6 Minuten gibt es insgesamt in dieser ersten Spielhälfte aufgrund des Ausschlusses von Achimero und den beiden Treffern drauf. Ramalho und die Betreuer, sie waren dann in der Kabine, müssen sich jetzt ein Rezept überlegen für die letzten 45 Minuten im Jahr 2019. Nach dem Seitenwechsel aber wieder der bessere Beginn für die Steirer. Da zeigt Schüttengruber aber völlig zu Recht auf den Punkt. Maxi Wöber bringt hier Lukas Ried zu Fall. Und da gibt es natürlich keine zwei Meinungen. Und da gibt es auch in den Reihen der Obersteirer einen richtigen Spezialisten, der Topscorer Dario Tadic gegen Zizan Stankovic zum 11. Mal erfolgreich. Und die erneute Führung für die Hartberger. Tadic, so etwas wie die Lebensversicherung. Schon in der Vorwoche beim 3:2-Sieg gegen St. Pölten hat er ein Tor vom Punkt beigesteuert, als auch einen Assist geleistet. Aber es wird natürlich eine lange Schlussphase. Die Salzburger sind drauf und dran, hier nochmal den Ausgleich zu schaffen. Ein Zufallsprodukt wäre es fast geworden von Andi Ulmer. Der wird richtig fies für René Svete, geht dann doch aber am langen Pfosten vorbei. Und dann nur eine Minute später die Erlösung. Mwepo auf Okugawa und dann ist es Patson Daka mit dem Ausgleich zum 2:2. Der 14. Saisontreffer für den Mann aus Sambia, der hinter Haaland in der Torschützenliste steht. Auch Sean Weißmann vom BRC hat mehr auf dem Konto, aber er ist der drittbeste Scorer in der Tipico Bundesliga und zeigt auch, warum er das ist. Hat den Riecher, verschafft sich den nötigen Platz, um locker flockig einschieben zu können. Salzburg unterm Strich dann doch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Trotzdem ist es für die Salzburger das 5. Remis in dieser Saison. Ungeschlagen geht es dennoch in die Winterpause, aber der LASK kann im Falle eines Sieges gegen Sturm Graz punktemäßig gleichziehen. Für Hartberg ist es ein gewonnener Punkt, trotz des späten Ausgleichstreffers.